So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Dachau bei der Firma TTE. Genau. Heute wird es wieder richtig spannend, beziehungsweise es ist ja fast immer mehr so ein heiliger Moment, weil für den, ich sag jetzt mal, Leistungsfanatiker kann man das immer nur wieder sagen, ist das halt so ein bisschen wie im Paradies hier. Ne? Für euch wird das vollkommen normal sein. Das stumpft völlig ab. Glaube ich auch, aber wenn man hier so nach rechts guckt, wie hier einfach mal so, ihr habt ja mittlerweile ganz gut was an Auswahl an Verdichterrädern, ne? Ja. Weil ich das hier so sehe. Da ist eigentlich ja noch viel mehr. Aber das schrumpft natürlich dann immer zusammen von der Prototypenphase hin zu dem wirklich Produkt, was wir dann bringen, sind da schon immer Iterationen drin. Und da ist halt, sagen wir mal, fast jede Säule ein Produkt. Das heißt, es ist schon sehr individuell und immer genau auf das Ding halt hin entwickelt. Ja. Weil das ist ja mittlerweile einfach schon mehr als einfach nur, ihr baut ein bisschen Turbolader um, ne? Sondern gerade wenn man jetzt dahinter guckt, wie viele Turbinen hier auch noch sind, ist das ja schon so ein bisschen fast wie eine, also schon mehr als eine Kleinserienfertigung, ne? Weil das sind ja schon, ein paar Räder. Ja, das ist aber daran begründet, dass wir halt irgendwann angefangen haben, wirklich feste Produkte zu machen für den entsprechenden Einsatzzweck, für den Motor, für die Fahrzeuge. Mhm. Und ja, da kannst du, wenn ein Produkt super funktioniert, dann spricht sich halt rum und dann läuft es halt so, ne? Dass du halt erstmal immer Verfügbarkeit darstellen musst. Und wir haben halt auch mittlerweile ein ganz gutes Lager und können da relativ schnell dann umdrehen. Und das Lager zu befüllen heißt halt auch nicht, dass du da mal zwei machst, sondern machst halt immer ein paar mehr. Dann kommt es halt so. Ja. Ich muss gerade schmunzeln, weil rate, was das erste Rad ist, was ich hier sehe. Weiß ich nicht. N54 BMW. Da haben wir uns gerade über BMW unterhalten. Haben und jetzt stehe ich hier, gucke drauf und sehe als erstes N54. Wie ist das in so einem Fall? Ist ein Rad ein Turbolader oder ist das schon so ein bisschen Baukasten, dass man den auch in verschiedenste Einbauen kann? Nee, beziehungsweise jein. Eigentlich ist ein Rad ein Turbolader. Okay. Aber, es gibt schon manchmal, dass wenn eine quasi gleiche Rumpfgruppe in einem anderen Hersteller zum Beispiel sogar verbaut ist und die machen halt alle Baukasten so ein bisschen, dann wird auch ein Rad zumindest darauf passen. Mhm. Aber das ist eigentlich erst in der frühen Phase, dass man mal sagt, wir probieren es mal aus, weil wir diese Radkombinationen, dieses Matching, Turbine zu Verdichterrad, weil das schon mal solide ist und das ist bewährt. Mhm. Aber verschiedene Laufradkombinationen haben halt auch immer die Turbinengehäuse, das Verdichtergehäuse dazu. Ja? Das heißt, es gibt Räder, die funktionieren im einen Verdichtergehäuse super, in dem anderen halt nicht so optimal. Da braucht es dann einen anderen Trim, da braucht es eine andere Geometrie, andere Anstellungen und so. Und es gibt halt dann vom Hubraum, ne? Da kannst du sagen, manche machen das halt, der Hersteller macht das Ding auf einen 2 Liter und der andere macht aber einen Biturbo auf einen 3 Liter. Dann hast du runtergerechnet nur noch 1,5 pro Lader, dann passt schon nicht mehr so. Also das ist halt alles mit drin. Ja? Wo man das, glaube ich, ganz gut dran sehen kann, ist, selbst wenn manche Räder vom Durchmesser her ähnlich sind, sind manche von der Tiefe her, ist das ja wirklich dann schon, wenn man jetzt das hier zum Beispiel, ich hoffe, ich packe es gleich wieder an die richtige Stelle, ne? Ist das ja locker mal ein Zentimeter flacher. Ja. So, ne? Und da sieht man dann schon ganz gut dran, dass das liegt vielleicht auch verdichtergehäusenmäßig dran? Ja, auch wiederum. Das liegt daran, was. Also ein hohes Rad hat gewisse Funktionen, ein niedriges Rad hat gewisse Funktionen. Jetzt hängt es davon ab, natürlich, wie ist die Geometrie im Gehäuse. Ist da zum Beispiel die Ansaugung schon mit dran am Verdichtergehäuse? Sowas gibt es. Mhm. Wenn da keinerlei Öffnungen drin sind für Rezirkulationsventile und so weiter oder High-Flow-Sachen, dann kannst du theoretisch höhere Räder bauen. Die machen aber auch nicht immer Sinn. Mhm. Ja? Von dem her ist das ein recht feines austarieren, was das angeht. Habe ich auf jeden Fall gleich ein Paradebeispiel gegriffen von eigentlich zwei fast komplett unterschiedlichen Rädern. Ne? Außer die eigentliche Geometrie. Ne? Ja. Aber einmal links, einmal rechts drehend. Ja.
dann eigentlich vom Einlass her fast gleich, aber einmal hier mit Extend Tip, einmal ohne und einmal halt flach oder einmal hoch. Einmal flach, einmal hoch, dann 7-7 Splitblade, 6-6 Stimmt, Splitblade. Ja. Was wir gar nicht im Angebot in Anführungsstrichen haben, ist so diese 11 plus 0 Geometrie oder 10 plus 0. Mhm. So wie GTX früher. Ja, so ein bisschen früher GTX. Das ist mittlerweile auch wieder ein bisschen besser geworden, so, aber da halten wir nicht so wahnsinnig viel davon. Wenn wir das jetzt auseinanderklappen, weil früher, das geht noch zu weit. Ja, da bräuchte es eine große Hafenrundfahrt in der Historie. Wie Räder ganz früher ausgesehen haben und wie die jetzt mittlerweile aussehen, das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Und früher konnte man das halt nicht. Aber da können wir ja mal ein Video von machen. Aber da können wir mal speziell drauf einsteigen. Dann müssen wir aber nicht um 22 Uhr herfahren, sondern... Aber so für die Techniker unter uns... Was, wenn du die beiden Räder siehst, welche Unterschiede von der Charakteristik her für Auslegung und so weiter? Kannst du so pauschal nicht sagen. Kann man wirklich nicht sagen. Nein, kannst du nicht, weil da immer, wie gesagt, der Motor dahinter hängt und manche Motoren brauchen das halt ein bisschen anders gemacht. Okay, weil ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht... Das ist auch ein bisschen Know-how, da kann ich auch nicht so tief reingehen jetzt, okay. muss man sagen. Also, ich hätte jetzt aber zum Beispiel so gedacht, bei dem Rad, das wird ein Rad sein für verhältnismäßig einen Motor, der viel Ladung braucht. Ja. So? Ja. Und das wird wahrscheinlich eher ein Rad sein, keine Ahnung, anderthalb Bar. Ja, genau, was so mehr irgendwie. Flow braucht. Mhm. Ja. Okay. Das liegt jetzt zum Beispiel an diesem sogenannten Trim, dass du hier Einlass-Auslass-Verhältnis ist ein anderes und Tipphöhe ist ein anderes. Also das ist auch ein ganz, ganz interessantes Kennzeichen. Ne? Wie hoch ist dieser Abström, der Abströmspalt? Mhm. Jetzt ist nicht nur der maßgebend, sondern auch, wie ist es im Gehäuse ausgeführt? Aber da sieht man schon, dass das deutliche Unterschied ist, wie hoch ist der Spalt hier und wie hoch ist er hier. Ja. Relativ gesehen zum Umfang, beziehungsweise zum Auslassdurchmesser. Aber das Ding, das schaut so trivial aus, aber es ist absolutes, eigentlich ein Hightech-Wunder, muss man wirklich sagen. Ich finde auch extrem krass, wie schnell sich dann doch diese gefrästen Räder durchgesetzt haben. Ne? Wenn man so überlegt, vor 10 Jahren noch war ja so ein gefrästes Rad. Was war damals so erste Turbolader, wo so gefrästes Rad drin war? S3 2.0 TFSI. Die hatten ja, glaube ich, ab Werk so gefräste Räder drin. Das waren sehr früh. So. Die waren sehr früh. Ja. So, und jetzt heute gibt es noch Serienlader ohne gefräste Räder? Ja, gibt es auch noch. Gibt es auch noch, okay. Aber das hat sich schon krass schnell. Ja, in dem Business, in dem wir sind, muss man auch sagen, das ist halt herstellmäßig für kleinere Serien ist es viel besser. Und in der Großserie hat es nochmal andere Faktoren, die damit reinkommen, akustische Natur und so weiter. Das heißt aber, ihr seid mittlerweile so weit, dass ihr nicht mehr sagt, wir haben jetzt dieses Rad, also falsch, wir haben jetzt Turbolader X und gucken, welches Rad da reinpasst, sondern ihr schon die Räder passend zu den Turboladern immer macht, wie es halt vom Maximum her reingeht. Ja. Ja, okay. Aber natürlich auch wiederum mit Limits, aber prinzipiell ist das so. Ja. Das war hier? Ja, passt. Ich muss immer so denken, ich kenne die alle auswendig. Stell dir vor, es fällt alles um und du musst alle wieder einmal einsortieren. Wenn ich meine Jungs kenne. So, das ist hier aber die beste Abteilung, wenn man dann so Verdichterräder gesehen hat und dann hier so ein Lambo-Rad entgegenkommt. Ne? Das ist halt dann immer nochmal. Das ist halt nochmal ein anderes. Das ist halt alleine so von der Masse immer schon, wenn man sich überlegt, dass das Ding, was wird so ein Rad drehen? 80.000 so? Nee, ich glaube schneller. Noch schneller? Ja, das hängt natürlich jetzt vom Druck ab und was der Motor nehmen kann. An Volumen auch, ja. Aber ja, da wirst du schon über 100.000 drehen. Wir waren ja bei den Traktor-Pulling-Jungs. Ja, geil, habe ich gesehen. Ja. Die hatten ja, ich glaube, einen 180er Einlass oder so, ne? Ja. Und da ist es ja wirklich, dass das Rad richtig so mit kugelsicherer Weste drum und so weiter, ne? Weil wenn das, also selbst wenn das mit 100.000 abfliegt, ne? Ja, ich glaube, man unterschätzt, wenn das mit 100.000 hier rausfliegen würde, wie lange sich das auf dem Boden so drehen würde, wo das so hinrollen würde, ne? Du musst mal überlegen, hier vorne ist eine Tankstelle, ja? Also ein gutes Stück weg. Und die Umfangsgeschwindigkeit ist 500 Meter pro Sekunde. Ja. Die ist ungefähr 500 Meter weg. Tankstelle. Eine Sekunde bist du an der Tankstelle und in der nächsten Sekunde bist du wieder da. Ja. Und das macht das Rad einfach und du merkst es gar nicht. Das schaut von vorne aus. Kann man prinzipiell sagen, dass jedes Rad außen diese Geschwindigkeit macht? Das heißt, ein kleineres Rad mit weniger Umfang dreht höher? Ja, also das ist so, dass natürlich das mittlerweile so ausgelegt ist, man sagt so 540, teilweise 560 Meter Umfangsgeschwindigkeit ist das Maximale, was ein Aluminium, hochfestes Aluminium momentan machen kann. Mhm. Ja?
gibt Titanverbindungen und so Geschichten, da gehen wir aber jetzt nicht rein, kriegst du nicht. Nix. Also man könnte aber so gerade auch aus Titan machen. Man könnte sowas aus Titan machen, aber das hätte keinen Vorteil für dich, weil... Doch, er könnte sagen, sein Rad ist aus Titan. Genau, Titan. Hat einen Vorteil. Bei uns geht es doch nicht sowas. Reicht der, der Vorteil reicht. Nein, aber, also, ach so, okay, das heißt, damit man einen Vorteil von Titan hätte, müsste man es so dünn machen, dass man wahrscheinlich gar nicht mehr fertigen kann oder so. Nee, man macht Titanräder deshalb, weil man zum Beispiel Mehrfachaufladung hat und weil die verdichte Eintrittstemperatur so hoch ist vom Vorverdichtungsprozess, dass man mit einem Aluminiumverdichterrad nicht mehr klarkommt. Ah, weil die verdichte Eintrittstemperatur und dann das Verdichtungsverhältnis regelt dann die verdichte Austrittstemperatur. Das heißt, und wenn du irgendwo bei 250, 300 Grad Ausgangstemperatur bist, weil du hier schon mit 80 Grad reinfährst, dann macht es das Aluminium nicht mehr und dann fängt es hinten an Wellen zu schlagen und raucht ab. Das heißt, wir brauchen den Titanverdichter erst, wenn ich die Limo-Turbos nehme, um in die Lambo-Turbos reinzudrücken. In die reinzudrücken, genau. Dann brauchst du. Ein Platz wäre eigentlich da. Oder. Das sieht da immer noch so leer aus. Das könnte man mal, das könnte man tatsächlich eigentlich. Machen wir mal. Aber stimmt schon, weil man überlegt, aus dem Limo-Turbo wird ja locker 180, 200 Grad rauskommen unter Volllast ohne Probleme, ne? Ja. Und klar, wenn ihr mit 200 Grad drauf bläst, wird er schon. Da ist halt auch ein irres Potenzial, ein gutes Rad gegen ein schlechtes Rad. Ein schlechtes Rad macht halt einfach heiße Luft, jetzt mal flach gesagt. Und ein gutes Rad macht halt etwas geringere Temperaturen am Ausgang. Das heißt, du kannst dann andere Kühler fahren, vielleicht kleinere Kühler fahren. Also das ist alles das Engineering, was dann den ganzen Strang hinten dran hängt. Es ist nicht nur, dass der Turbo so und so gemacht sein muss, sondern was kannst du an Kühlleistung zur Verfügung stellen? Wie kannst du den ganzen Kühlkreislauf belegen, mit wie viel Leistung? Kommt alles mit rein. Frage. Angenommen, ich habe einen Turbolader hier vor, der würde jetzt, ich sag mal, mit 2 Bar auf dieses Rad drücken. Und dieses Rad kann normalerweise 3 Bar. Kann ich dann 2 plus 3 Bar und hier 5 Bar rausdrücken? Also könnte ich jetzt 2 kleine Turbolader in Reihe und wirklich P1 plus P2... P1 plus P2 ja nicht, weil du machst ja immer ein Verdichtungsverhältnis. Das heißt, wenn du Einbauumgebungsdruck hast und du machst ein Verdichtungsverhältnis von 2, dann erhöhst du den Umgebungsdruck um das Verdichtungsverhältnis. Wenn du jetzt schon mit 2 Bar kommst und machst ein Verdichtungsverhältnis von 3, da kommst du hinten mit 6 Bar raus. Also noch mehr so. Das würde gehen, wenn genug Luftmasse wahrscheinlich ankommt. Das würde gehen, aber es wird in dem Fall nicht gehen wegen Temperaturen. Ja? Aber wenn mal was Neues. Ja, nee, aber so ist die für dich. Okay, nee, aber so, pass auf, das ist habe ich so auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber es ist, das führt zu Themen, wenn du zum Beispiel eine schlechte Ansaugung hast und du kriegst da, hast einen Unterdruck davor. Das heißt, du ziehst da durch ein ewig langes Rohr, machst du mal 2,50 Meter Ansaugung und der läuft richtig los. Und du misst mal den Unterdruck vom Verdichter. Und du machst auch 2 Verhältnis, Druckverhältnis und du hast aber nur 800 Millibar. Dann kann der nur 1,6 Bar fördern, obwohl er ein Verdichtungsverhältnis von 2 macht. Verstehe. Wenn du ihm aber trotzdem, sagst in der Steuerung, ich brauche 2 Bar in der Ansaugbrücke. Kommt auch nichts. Ja, entweder kommt nichts oder er muss dann nicht 2 Verdichtungsverhältnis machen, sondern halt entsprechend höher, damit er seinen Eingangsdruck den Faktor so erhöhen kann, dass 2 Bar stehen. Und das geht halt dann auf den Lader. Weil der muss halt dann nicht, wenn wir sagen, du, der kann 2 Bar liefern oder so, der müsste halt dann vielleicht 3 Bar liefern, damit da noch 2 Bar ankommen. Also 3 Verdichtungsverhältnisse, damit 2 Bar ankommen. Dann sind wir allerdings schon wieder richtig tief in den Kennfeldern drin, ne? Und das wird wahrscheinlich dann das machen wir ein eigenes Video. Ja, können wir ja mal machen. Aber über den Faktor, dass das das Verdichtungsverhältnis ist, da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie man da sowas bauen kann. Ja. Weil das ist ja gleich wieder ganz anders. Wenn man tatsächlich dann nochmal das Dreifache oben drauf legt, das wäre schon. Braucht man nicht, wird alles auseinanderfallen vorher. Aber so läuft das. Also zum Beispiel gibt es ja Leute, die Diesel-Turbo oder die Diesel-Dragster bauen mit 100 PSI Druck. Das geht nur mehrstufig. Es gibt keine radial verdichtete Turbinenkombination in dem Baufeld, was ein 10:1 Verdichtungsverhältnis hat. Ist nicht möglich. Okay, und ich hätte nämlich wirklich immer gedacht, dass das dann so ist,
als Beispiel 8 Bar, 4 Bar und 4 Bar, aber das wird ja in dem Fall dann auch nicht sein. Das wird ja dann auch eher 3 Bar, 9 Bar sein, so in dem Dreh. Ne? Okay. Ja, also für mich hat sich der Weg schon wieder gelohnt, so wie immer. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier sonst noch so finden. Eigentlicher Punkt ist nämlich, es geht jetzt massiv mit Limo weiter. Ja. So, praktisch haben wir ja eigentlich vor 8 Jahren schon gesagt, Limit ist erreicht, geht nichts mehr. Ja. So, zumindest ich weiß noch, wo damals das erste Mal 1000 PS, nee, es standen 800 PS und da hat man immer gesagt, nee, da kommt nichts mehr, da passiert nichts mehr und so weiter. Dann kam Ethanol, dann kam dies, dann kam jenes und so weiter. So, letzter Stand waren dann diese knappe 1300 PS. Ich bin der Meinung, das war noch lange nicht wirklich alles, was geht, so, sondern das war halt alles das, was wir in dem Moment machen konnten, so würde ich jetzt mal eher formulieren. Ja. Und war ja immer mit Wastegate die Thematik. Hatten wir schon mal einmal ein Video zu gemacht, da blende ich immer einmal die Infokarte ein. Das heißt, wir gehen von diesen internen Wastegates, das ist ungefähr so das alte Abgasgehäuse, was ich hatte. Da sieht da hier eine Klappe. Also wir haben uns ja, lustigerweise, wir haben uns ja, als wir uns kennenlernten, vor etlichen Jahren, warst du schon auf Porsche-Plattform. Ja. Das ist Porsche-Plattform. Ja? Also gibt es 903, 906, aber das ist eigentlich immer dieses Porsche, gibt es als 8er, gibt es als 10er und da ging eigentlich das los damals. Ja, ja. Ja? Und bis jetzt sind wir eigentlich auf dem Backend gefahren. Ich weiß noch, wir haben uns damals kennengelernt, wo wir gerade bei den alten Kamellen sind, da hat es keiner hinbekommen, diese Porsche-Lader ölfrei hinzukriegen. Ja, genau. So, weil beim Porsche hängen diese Lader, Boxermotor, ganz flach, unterm Auto. Das heißt, irgendwie muss dieses Öl, was hier rauskommt, wieder wegtransportiert werden. Ist beim Porsche aber kein Problem, weil der hat extra Ölpumpen, um das Öl abzusaugen. So einen kleinen Behälter hier drunter und dann wird das Öl weggesaugt. Ja. So, bei mir war aber das Problem, hab keine Ölpumpen, die Lader hängen da so drin und dann ging die große Ölerei los, das Öl ging nicht weg und es ist immer hinten aus der Turbine rausgekommen. Das heißt, und das Problem war damals, dass die Porsche haben ja rein ölgekühlte Gehäuse und du hattest schon damals wassergekühlte, also wassergekühlte, ölgeschmierte Mittelgruppen. Mittelgruppen, ja. Und die waren sehr anfällig, bis man dann Bearbeitungen gemacht haben an verschiedenen Stellen und mit dir zusammen immer wieder, ja, machen wir rein, machen wir nochmal, machen wir so. Bis wir rausgefunden haben, was, das ist einfach Entwicklungsarbeit, ja. Bis es dann nicht mehr geölt hat. Genau, bis es nicht mehr geölt hat. Und am Ende war es ja definitiv so, dass es wirklich ölfrei war. Ja. So, und was man auch sagen muss, die letzte Kombination, die wir dann so gefahren waren mit dieser neuen Mittelgruppe, die war ja dann auch wirklich verschleißfrei, so wie so ein Turbolader eigentlich halt auch sein sollte, ne? Ja. So, da konnte man wirklich mitfahren. So, am allerliebsten hätte ich heute die alten Limolader mitgebracht. Ging allerdings nicht, weil der Motor ist immer noch zusammengebaut, den haben wir immer noch nicht zerlegt. Das wird aber auf jeden Fall noch kommen. Müssen wir allerdings mal gucken, wie, wo, was. Wir hatten ja damals schon angekündigt, wir werden das Auto auf jeden Fall ausstellen. Und natürlich sieht das Ganze am coolsten aus, wenn es so ist, wie es gerade ist. Und in einem halben Jahr kann man es immer noch zerlegen, ne? Deswegen konnten wir das noch nicht machen. Aber Auto jetzt fertig lackiert. Geht jetzt los mit dem Zusammenbau. Motor wird krass. Richtig krass. Da haben wir uns einiges überlegt, auch was in Sachen Effizienz und so weiter noch was bringen sollte. Und dementsprechend auch Turbolader. So. Das war wieder ins Regal. Da war das interne Wastegate. Das war halt immer so ein bisschen eine begrenzende Funktion, sage ich jetzt mal. Ja. Weil man bei, ich glaube, man kann sich bis heute immer noch nicht so richtig vorstellen, was bei, ich sag jetzt mal, wenn so ein Lader 600-700 PS macht, was in so einem Gehäuse eigentlich so los ist. So, ne? Ich finde immer wieder krass, angenommen, man ist auf dem Prüfstand, misst so ein 1200 PS Auto, was da hinten aus dem Auspuff rauskommt. Ja, so, ne? Das ist unvorstellbar. So, das heißt, angenommen, ihr seid auf dem Prüfstand hinter so einem Auto, da, man nimmt diese Absaugung und packt auf diese Absaugung unten eine 30 Kilo Hantel oder so. Das reicht teilweise nicht und wird wirklich einfach weggeblasen halt, ne? So, und das bei dem großen Durchmesser. Da will man jetzt ja nicht wissen, was hier, wo es viel, reinkommt. Genau, was hier, wo es viel, viel wärmer ist, wo es viel, viel kleiner ist. 150 Grad extra, Strömungsgeschwindigkeit extra. Das muss also Höllenfeuer. Strömen wie Sau. Und das war immer das Problem mit den internen Wastegates, dass diese Masse einfach da nicht mehr durchgegangen ist. Ja. Deswegen jetzt der neue Step mit den externen Wastegates. Das heißt, das Wastegate sitzt weiter weg und um das Ganze zu regeln. So, und dann kommen nämlich diese wunderschönen Abgasgehäuse zum Einsatz. Die
auf jeden Fall schon mal gleich optisch, optisch mehr nach, ja, ich will jetzt nicht sagen, mehr nach Turbolader aussehen. Ne? Ja, mehr nach Rennsport einfach. Genau, sie sehen aber irgendwie, sie würd, der Laie würde wahrscheinlich sagen, die sehen ja viel größer aus, übertrieben gesagt. Ne? Aber irgendwie sieht das schon, weiß ich nicht, wenn man da so seitlich drauf guckt und so. Ja, das ist schon, die Spirale, das Volumen der Spirale ist auf jeden Fall ein anderes. Mhm. Ja. Und wir wollen ja möglichst viel Abgas transportieren zu der Stelle, wo es das erste Mal das Abgas auf die Turbine trifft. Mhm. Und das möglichst ungestört aus dem Krümmer raus da drauf. Und dann möchten wir es, sagen wir mal, maximal entspannen, maximal Temperatur rausholen. Und die ganze Energie, die da drin ist, möchten wir nutzen. Und da möchten wir auch keine Störung haben. Jetzt, wenn wir halt hier reinschauen, haben wir halt immer auch so ein bisschen das Thema, dass wir direkt hier den Abgang haben für die, fürs Wastegate. Und das ist vom Flow schon nicht optimal. Ja, ja, ja. Das haben wir halt hier nicht. Ja. Und es steht halt auch mehr oder weniger direkt im Strom drin halt. Ne? So jetzt ja, direkt nicht, aber schon. Ja, schon störend irgendwo für das, was da los ist. Mhm. Also da ist das deutlich, deutlich die bessere, das bessere Setup für so reine, reine Rennsportgeschichte. Ja? Ist das Gehäuse leichter oder schwerer? Also wenn du das mit deiner Steuerung, sprich Wastegates und allem, ah, schon, ja, dann mit, ja, das musst du ja mit dazu rechnen, dann wird da nichts um sein. Also Es ist schon mal gut, wenn es nicht schwerer ist. Nee, ich glaube, das wird auf ähnlichem Niveau sein. Also wirklich schwer so. Ist es nicht. Wie entscheidend, also falsch, um jetzt mal so ein bisschen Turbolader Basics mit reinzubringen. Wenn wir uns dieses den Turbolader angucken und in vier Teile aufteilen für Leistung, Verdichterrad, Abgasturbine, Abgasgehäuse, Verdichtergehäuse. Ja. Welches von den vier Teilen ist am entscheidendsten für die Leistung, die später am Ende bei rauskommt, wenn du das so bewerten würdest? So. Das kannst du nicht. Kann man so pauschal nicht. Nein, kannst du nicht pauschal sagen. Weil es muss alles harmonieren. Die vier müssen halt zusammenspielen. Weil, ja, weil irgendwo ist immer ein Limit. Sagst du könntest in dem Volumen von dieser Schnecke noch mehr quasi unterbringen, aber die Turbine kannst du nicht durchsetzen. Mhm. Jetzt machst du natürlich Turbine mit einer Geometrie und einer gewissen Größe deshalb so, weil du in deinem Drehzahlband des und den Volumenstrom zur Verfügung hast. Mhm. Ja, und der bedingt sich, das bedingt sich ja. Das heißt, die Seiten hängen ja hier einerseits direkt über die Wände zusammen, aber die hängen ja auch indirekt zusammen, weil du natürlich nur das, was du an Abgas erzeugt hast, auch nutzen kannst, um wieder anzusaugen und frische Energie reinzubringen. Also was da jetzt am kritischsten ist für die Leistung als solches, kannst du nicht sagen. Das musst du alles halt zusammenpassen. Weil auf dem Punkt, wo ich darauf hinaus wollte, mal eben ein Rad ist halt immer nicht mal eben getauscht, aber bei den Gehäusen ist jetzt halt das Coole, dass es die noch in verschiedenen Größen gibt. Verschiedene Größen heißt verschiedene Volumen. Ja. Gibt es in, es sind ein paar Sachen drauf gekrickelt, aber gucken, so sieht man das, glaube ich, schon ganz gut, dass das linke vom Volumen her noch mal kleiner ist. Genau. Was würde das am Ende ausmachen? Also das reduzierte Volumen würde den Durchsatz etwas reduzieren. Oben raus, würde aber nach der Theorie dazu führen, dass du mehr Staudruck vor der Turbine hast und demnach hast du schon bei geringerer Drehzahl, geringerem Volumen besseren Drehzahlaufbau. Das stimmt so auch, aber das ist jetzt nicht pauschal oder so platt so zu sehen. Ja? Das ist halt eine Stellgröße da drauf, aber du kannst auch mit anderen Stellgrößen, sprich Geometrien und so, kannst du mit einer großen Schnecke das gegenkompensieren ein Stück weit, dass du trotzdem unten drum was rausholst. Das war ja das, wo ich immer so fasziniert war, wenn man halt diese Turbine sieht, würde man immer ja eigentlich denken, da muss so viel durchgehen, das kann ansprechverhaltenmäßig eigentlich nur schlecht sein, übertrieben gesagt. Ne? Ja. Aber es hat halt wirklich brutal funktioniert. Ne? In beide Richtungen. Ja, sowohl ja. Kein Gegendruck, weil ich weiß noch, wir hatten bei über 3 Bar auf dem Prüfstand noch keine 4 Bar im Krümmer. Und das ist halt auch so, wenn man sich überlegt, man mit auf der einen Seite 4 Bar erzeugt man auf der anderen Seite 3 Bar, ist das, glaube ich, schon ein ganz gutes, das ist mega. Ein gutes Verhältnis, weil ja die 3 Bar auch noch vom Motor weggesaugt werden. Ja. Darf man auch immer nicht vergessen. Ja. Also die konnte schon was. Ja. Das hat schon. Und das Coole ist an so einer extrem offenen Turbine, dass sie auch extrem laut ist. Das heißt, die Akustik ist auch immer da. So. Okay, das heißt,
Räder und Turbine sind wir aber gleich geblieben. Ja. Da haben wir quasi... Fast gleich. Fast gleich. Ein bisschen was haben wir geändert, weil die, sagen wir, die Anströmung in dem Gehäuse hier ist etwas anders möglich. Mhm. Und dann haben wir die Turbine nochmal ein bisschen umgestellt vom Trim und ein bisschen optimiert, verglichen mit der, mit dieser älteren Stage, die du vorher hattest, die aber schon unten raus brutal gefahren ist. Ja, ja. Das wird aber hier nochmal ein bisschen besser werden. Das muss ich auch immer den Leuten erklären, wenn man so Videos guckt und so weiter, denkt man bei Autos mit 1000 PS oder 1200 PS immer, dass die unten rum tot sind. Es ist aber halt immer leider so, wenn ein Auto, meinetwegen das Auto hatte bei 4000 Umdrehungen 500 PS, sieht das natürlich langsam aus, wenn 1000 Umdrehungen später 700 PS mehr da sind. Ja. So, wenn man darf aber nicht vergessen, angenommen man würde das Auto auf 500 PS begrenzen, dann hast du 500 PS von 4000 bis 8000, dann denkst du wieder, Alter, ist das ein Drehzahlband so ungefähr. Ne? Ja, das ist halt der Punkt, den die Leute leider immer ein bisschen vergessen, weil halt einfach der Hammer, der dann kommt, sowas von krass ist. Ne? Das, ne? Andererseits, es könnte auch gar nicht noch besser ansprechen, weil dann reden wir nicht über 1400 Newtonmeter, die das Ding jetzt schon hatte, sondern dann bist du irgendwann bei 1600, 1800 Newtonmeter und so weiter. Und wo willst du da hin? Ne? Du musst auch sagen, du kannst auch aufgrund von Fahrbarkeit und auch mechanischer Haltbarkeit kannst du den Drehmoment-Peak nicht unendlich, in der Hubkolbenmaschine, nicht unendlich nach vorne rutschen. Ja. Weil du brauchst einfach Drehzahl auf den Lagern, ja, damit die überhaupt Flow haben, damit du das abfangen kannst. Also wenn du da mit 130 Grad Öl reingehst und du bremst von 6000 die Karre runter auf 1200 Umdrehungen, lässt aber Drosselklappe voll offen, da kriegst du einen Blaulagerschaden. Ja. Also so testen die ja auch. Die OEMs testen ja genau sowas, das weil die das provozieren wollen. Ja, ja, die bremsen ihn runter, bis er abkotzt. Mhm. Ja. Und das machst du ja nicht bei dem Motor, der nicht genau dafür auch gemacht ist. Also du kannst immer erst ab einer gewissen Menge auch den Sprit liefern und so. Ja. Also da hängen schon Sachen zusammen. Jetzt, bevor wir wieder ganz das Ende machen, wir machen ja bis... René grinst schon. Bis Weihnachten gibt es bei uns ja auf dem Channel immer was zu gewinnen. Wir haben uns überlegt, wir treiben die Tuner wieder bis Weihnachten so richtig nach vorne. Und in dem Fall habe ich mir überlegt, wenn ihr mitmachen wollt, weil ich das hier gerade so schön sehe. Man kennt ja aus dem Internet diese wunderschönen Pokale. Marius hat sich übrigens sehr gefreut, dass er auch einen bekommen hat, neulich auf dem Event. Ja. Ja. Und ich würde vorschlagen, der Kommentar heute mit den meisten Likes kriegt von euch einen Pokal. Ja, das machen wir. Coole Idee? Ja, geil. Also hoffe ich, dass das passt für euch. Ist auf jeden Fall bis heute die Optik halt, ne? René und ich hatten gerade noch eine andere Idee mit dem Gehäuse, die werden wir auch nochmal zu Ende bringen. Ich fände es brutal. Ich würde mir deine Lampe durchstecken, würde es mir an der Wand hängen. Also wenn Renés Kommentar die meisten Likes hat, kriegt er keins. Du bist raus. Aber dann kriegt der zweite Kommentar ein so ein Gehäuse. Wie heißen diese Turbolader bei euch jetzt? Haben die schon einen Namen? Die heißen eigentlich immer noch 1200 und... Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Realistisch gesehen werden die wahrscheinlich ein bisschen mehr können, denke ich mal. Ja, die können ja jetzt, ja jetzt schon mehr und also ich denke auch so ein Range. Also du bist auch nicht der ja, du bist klar. Jetzt der Nutzer von diesen Dingern. Ja. Aber da haben ja andere Leute auch noch solche im Einsatz und du bist halt schon da extrem, was du testest und welche Bereitschaft du mit dir bringst, das Ding rauszureißen, alles nochmal neu und fertig. Welchen und Sprit man fährt. Genau, und alles durchzuskalieren. Und deshalb wirst du da mehr Leistung rausholen. Wie ist das? War immer so. Ja. Meinst du, die harmonieren auch gut zum Beispiel auf dem Porsche? Auf jeden Fall. Auf so einem typischen 906, 907 Turbo? Ja. Ja, weil die halt auch Flow bringen. Ja. Und Porsche kann ja nicht so extrem hohen Druck, es sei denn, du nimmst alles auseinander und machst halt alles stark und alles groß. Ja. Und dann kannst du über 2 bar fahren, aber das machst du ja normalerweise nicht. Also du willst ja, beim Porsche ist ja eher ein Motor, der Flow braucht und der wenig Abgasgegendruck braucht. Und da bist du halt schön, weil das hinten raus befreit ist alles. Ich weiß, mein Motor 1,9 bar, 950 PS und jetzt kommt es mit nur 1,5 bar am Krümmer. Ja, mega. Das heißt, da war der Abgas. Spürt es gar nicht wirklich. Genau, das geht einfach so durch. Und dann war sogar noch das Krasse, weiß ich noch, damals war man noch nicht so weit, dass ich den elektrischen Sensor dafür hatte, sondern habe damals hammerhart mit Tape auf dem Prüfstand mir noch die Druckanzeige auf der Frontscheibe getaped. Ja. Und dann mit dem Röhrchen so schön gebördelt unten auf dem Krümmer. Und da war es sogar so, dass oben raus der Druck so runter geht.
So, also beim Anwucken der kurz eins drüber gegen und oben raus ist er sogar auf 1,2 oder so runtergegangen. Also das war wirklich ein Setup. Ich glaube, wenn du das so fahren würdest, kannst du in Rente gehen damit. Ja, wird nix. Das wird so entspannt. Ja, da passiert nichts. Ja. Mhm. Ja, so, cool. Okay, dann habt ihr euch überlegt, gibt es gleich nochmal ein Upgrade fürs Upgrade. Ja, das ist jetzt mal ein erstes Thema, wo wir gesagt haben, wir diskutieren und sprechen mal darüber, weil großes Gut größer ist. Besser? Ja. Vielleicht? Vielleicht besser. Und da sind wir halt, sagen wir, von diesem Matching, wie die Turbine mit dem Verdichter zusammenpasst, sind wir da nochmal eine Stufe gegangen in Richtung von einem sehr bewährten Match. Mhm. Ja, was wir halt auf den 2,5 Litern Fünfzylindern fahren, wo das vom Einsprechverhalten keine Verschlechterung bedeutet. Mhm. Und wir aber oben raus einfach noch mehr Leistung machen können. Das heißt, der Verdichter noch mehr float. Das heißt, in dem Fall Turbine die gleiche blieb? Ja, genau. Und das Zusammenspiel mit einem anderen Verdichter ist hier nochmal krasser? Ist nochmal krasser. Allerdings in einem etwas größeren Verdichtergehäuse. Jetzt, wie das dann bei dir funktioniert, werden wir sehen. Etwas ist halt, größer als gut? Ja. Es sieht nur so groß aus. Nee, das ist schon nochmal heftig. Was aber zwangsweise mit sich bringt, dass ich noch mehr Ladung fahren muss? Nee. Nee? Nee. Okay. Nee, der float mehr. Der stellt mehr Volumen. Aber mehr Druck musst du nicht fahren. Ich hätte jetzt immer gedacht, dass wenn die Abgasseite gleich bleibt, ich logischerweise mehr Druck brauche, um überhaupt die Luftmasse in den Motor reinzukriegen. Oder ist es dann tatsächlich so, dass ja, da durch die Paarung sich die Abgasseite auch wieder komplett ändert? Ja, ist so. Okay. Da mussten wir dann schauen, du wirst ja sowieso auch nochmal messen, Abgasgegendruck messen gegenüber Ladedruck, wie da diese Schere auseinanderfährt und was dann da passiert. Weil durch das größere Rad ändert sich die Drehzahl von dem gesamten Laufzeug, ändert sich die Schluckcharakteristik von der Turbine. Und wenn ich die Drehzahl reduziere, kann die anders aufnehmen. Das finde ich immer krass. Ich würde immer niemals denken, dass weniger Drehzahl mehr durchgehen kann, übertrieben gesagt so. Ne? Ich würde immer irgendwie eigentlich den Effekt gibt es. Also prinzipiell sind die Kurven ja schon so, dass du sagst, mit der Drehzahl steigend kommt auch mehr Massenstrom dadurch. Mhm. Ist ja erstmal logisch. Mhm. Es gibt aber auch Effekte, wo du halt schon in so einem Bereich bist, dass du die Kammern von der Turbine nicht mehr komplett fluten kannst, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil die Blades so schnell in Anführungsstrichen da vorbeifahren, dann bist du da schon irgendwo überkritisch und dann musst du Drehzahl reduzieren, Turbinendrehzahl reduzieren, um den Durchsatz wieder hinzukriegen. Verstehe. Und das machst du dann mit einem entsprechend angepassten Verdichter. Weil halt beide Räder zusammenhängen und immer logischerweise gleiche Drehzahl machen. Wir müssen gleiche Drehzahl machen. Mhm. Ja. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass wir dieses Upgrade reinstecken mit dem größeren Verdichter und als Beispiel bei gleichem Ladedruck der Gegendruck weniger sogar wird. Ja. Okay. Und wir dann den Ladedruck erhöhen auf 4 Bar und alles kaputt machen. Nix kriegst du. Und alles kaputt machen. Okay, ja. So, sehr schön. Das heißt, da ist erstmal genug Potenzial wieder zum Spielen da. Am meisten freue ich mich auf die ganzen V-Ones, dass man das endlich mal so. Ich hatte ja vorher immer hier Schraubflansch, da Schraubflansch. Zum Dranschrauben hier jetzt endlich schön mit V-Wand. Das heißt, man kann auch mal ein bisschen. Ja, genau. In alle Richtungen drehen. Ne? Ja, ja. Und es ist nicht einfach nur, es gibt nicht nur eine Position. Manchmal ist es ja auch ganz cool, dass es nur eine Position gibt. Bei dem Motor ist gefühlt jedes Mal zusammenschrauben die Position anders. Das heißt, das ist eigentlich schon. Ist schon besser. Ist schon ganz cool so. So, jetzt haben wir uns da so lange angeguckt. Jetzt müssen wir noch einmal rübergehen, weil ich muss euch einmal den krassen Vergleich zeigen. Das haben wir zwar schon mal gemacht, aber ich finde es immer wieder krass. Hier haben wir von meinem Lambo-Motor die Dummies, die ihr damals gebaut hattet, die schon zahlreiche Leute auf der Messe und so weiter gesehen haben. Damals noch mit den gedruckten Gehäusen. Wahnsinn, dass sie übrigens bis heute gehalten haben. Ne? Da haben schon Leute drauf rumgerissen und so weiter. Ein Hoch auf die Jungs, die es gedruckt haben. Ne? Also, hier sind wir jetzt in der nächsten Stufe mit einem Gussteil. Genau. Also muss man fairerweise mal sagen, wir haben nochmal komplett, das sieht man äußerlich jetzt nicht so, aber wir haben nochmal komplett das Review gemacht über die
Eigentlich die Abwicklung von diesem Kanal. Das ist nämlich, das schaut jetzt so vielleicht trivial aus, als könnte man es mal so an einem Feierabend machen, ist aber überhaupt nicht so. Also das, wie sich diese Spirale abwickelt, wie die quasi das Abgas nochmal verdichtet auf den Turbineneintritt. Also das ist schon wirklich so entscheidend. Das ist, es ist entscheidend. Das heißt, wir wollen, ich meine, das ist ja so, das geht auch anders. Ja, nee, klar, ja, aber. Aber wenn wir das machen, dann richtig. Wollen wir das so auskochen bis zum Letzten. Und das machen wir halt eigentlich schon immer und der Erfolg hat uns dann ein Stück weit auch recht. Ist ja auch, ne? Ist ja am Ende auch immer der beste Weg, ne? Aber das ja, heißt. Wir haben auch Bock da drauf. Also ich spiele mich da auch gerne, ja. Vielleicht machen wir manche Sachen ein bisschen, macht es ein bisschen langsamer, aber nee, also das ist wirklich, da kann ich mit Fug und Recht sagen, mehr kannst du in so eine Spirale nicht wieder reinmachen. Ja? Weil die Form ist jetzt ja schon. Ja, alleine schon, wenn man so drauf guckt, der leichte Versatz so, ne? Ja. Und wie weit sich diese Schnecke auch wirklich dann wirklich bis zum Ende durchzieht. Ja. Das ist das eine und du musst es halt konstruktiv auch machen, ja, dass du diese Abwicklung einerseits machst und gleichzeitig machst du diese Verschränkung nach außen und passt dann entsprechend die Geometrien, die da wichtig zusammenhängen mit dem Ding. Das sage ich jetzt nicht, weil da muss nicht, ne? Aber das musst du schon richtig kneten, also richtig krass kneten. Und dann musst du es auch noch machen, sodass es gießbar ist. Ja, weil da sind überall Aufmaße drauf auf den entsprechenden Flächen und auch innen drin war es so, dass wir am Anfang, das ist ein Top-Partner, den wir da haben für die Gussgeschichten, und der hatte da schon auch nochmal so ein bisschen zu knabbern, weil sich die Form muss sich auch entsprechend füllen. Ja? Und das Material ist jetzt das Hochwertigste, was man da machen kann, von der Temperatur, vom Einsatz her. Und das ist halt Aufriss. Ja? Das heißt, wie wird das Ganze gegossen? Ist das eine Sandgussform oder? Das ist ein Feingussverfahren. Das heißt, das ist gedruckt, das Gehäuse. Also so eigentlich wie die hier, so ähnlich. Und wird dann in einem mehrtägigen Prozess eingeschlemmt, ja, mit Keramik. Immer wieder gebacken, Keramik, gebacken, Keramik, gebacken. Und dann wird es ausgeschmolzen über das Guss. Mittel. Ja. Das heißt, die also ich bin kein Profi-Gießer. Jeder Top-Gießer, der mir jetzt zuhört, sagt, was redet der für einen Schuss hier? Das klingt nach jeder Menge Arbeit für einmal Gießen am Ende. Ja, es ist danach zerstört. Du kannst es nur einmal danach reingießen. Die Form ist weg. Ist weg, ne? Wie gießt du aus? Also das ist eigentlich sowas wie hier. Und das wird komplett mit Keramik ummantelt und dann gießt du den Inhalt einfach raus. So, das Coole ist, gibt es direkt links-rechts drehen. Das hat man ja im Auto schon mal gesehen, wie krass das alleine wirkt. Und jegliche Nachbehandlung, Nachbearbeitung bei euch hier im Maschinenpark. Ja, genau. Das heißt, da seid ihr dann auch flexibel in Richtung Anpassung in aller Art. Genau, wir haben da überall Aufmaße drauf und wir können halt da die Größe so skalieren, dass jetzt die Turbine, die wir gematcht haben mit dem Verdichter, wo ich ja sage, der ursprüngliche die Leistungszahl und so wird da nicht zu halten sein. Also so wenig werden wir nicht machen können, weil das ist eigentlich schon für Größe ausgelegt. Also die heißen ja 1200 als Single und so, aber da, wenn du mit deiner Vorstellung an Drücken und an Flow rangehst und so, wird da mehr als 1200 machen, das Ding. Also, wird da mehr gehen, ne? Weil das jetzt, also Rotteil würde man ja fast denken, da geht so die Limo-Turbine rein, ne? Ja, ja. So? Ja. In der Größe? Ja. Aber am Ende geht da die Turbine rein, wenn ihr euch die halt anguckt. Ich bin jedes Mal, wenn ich bei uns in den Ladenverkauf gekommen bin und habe halt auf die Turbine geguckt, war ich halt immer bis zur letzten Minute fassungslos. Ne? Ja, pass mal auf, ich hole mal ganz kurz. weil das ist schon wirklich. Ja, da kannst du so einen Holzstamm von hinten reinstecken. Also, wir haben hier einmal. Genau, wir haben hier einen Vergleich. Kannst du mal. Kannst du sehen, ne? Limo, Lambo. Also wenn man denkt, man ist am Ende angekommen. Also da ist ja die Fläche, entscheidend. Nicht jetzt hier Durchmesser, sondern das geht ja quadratisch ein, die Fläche. Ne? Und das heißt, da kann man eigentlich schon wirklich sagen, Doppelte. Oder man sagt einfach krank. Ja. muss man einfach haben. Ja. Macht das ja gesagt, das wäre jetzt, sage ich mal, das, was wir kalkuliert hätten als größte Geschichte. Aber ich kann natürlich da jederzeit kleiner gehen. Und wir werden auch kleiner anfangen.
muss so ganz glaub, ehrlich der, sagen. Der Unterschied ja. ist fast noch. Ja, der Unterschied ist noch perverser. Ja. Ja. Nee, bei mir kleiner Anfang? Genau. Bei dir fangen wir ganz klein an. Nee, ich bin da gleich das Größte. Ja. Ich glaube, wir haben so viel Hubraum zur Verfügung plus Drehzahl. Meine Erfahrung. Ja, du hast aber auch zwei Lader da drauf. Ja, meine also Erfahrung. Du hast 2,5 Liter pro Seite. Und meine Erfahrung der letzten Jahre sagt mir, wir nehmen das Größte. Nicht, ja? weil es am Ende am schönsten fährt, Nein. sondern weil es ja. am wenigsten Stress macht. Ja. So, ne? Weil, du weißt, was du da gebaut weil hast. Weil ich weiß, also, wenn man an den, das alles. Also. Wenn man an den Lambo-Motor ansatzweise wie an Limo-Motor angeht und das Ding wirklich unten raus machen lässt, was er macht, ja. dann macht das einfach nur Peng. Ja. Das wird einfach nur, dann stehen da irgendwie, keine Ahnung, 2200 Newtonmeter oder so. Ne? Und das wird, ja, das geht nicht. Das wird, und das Krasse ist ja auch, es gibt ja 2000 Newtonmeter untenrum und 2000 Newtonmeter obenrum. Und bei den 2000 Newtonmeter untenrum ist es halt immer so, dass nichts in der Beschleunigung war und dann kommt der Hammer mit 2000 Newtonmeter. Und wenn du die 2000 Newtonmeter auf Drehzahl aufbaust, ist es ja schon so, dass schon alles in Bewegung am Beschleunigen und so weiter ist. Ne? Ja. Ja. So, und da finde ich, glaube ich, würde ich mich da glaube ich mit anfreunden, wenn das so am Ende aussieht. Und ich sage, selbst das wird noch unmenschlich fahren. Das wird unmenschlich. Weil man darf ja bei so Autos immer nicht vergessen, die fahren ja halt sauber schon gut. So, ne? Und selbst wenn das Ding, selbst wenn er nur in Anführungsstrichen bei 5000 nur 0,7 bar macht, hat das Ding bei 0,7 bar trotzdem schon 1000 PS wahrscheinlich. Ne? Deswegen glaube ich. Also da gibt es ja Leute, die hier im Audi-Verschnitt ja. Schon mit sehr wenig Druck unter 3 Sekunden gefahren sind, ja. 100-200. Ja, deswegen. Und da ist nichts eigentlich verglichen mit dem, was ja. da am Stand ist. Ne? Ja. Okay, cool. Nee, aber finde ich richtig geil, dass das langsam auch in die Richtung geht. Ist natürlich, wie du schon sagtest, extremes Engineering. Ne? Ich will nicht wissen, wie viele Stunden da so reingegangen sind. Ja, will ich auch nicht wissen. Ich hab's nicht aufgeschrieben. So, aber das wird schon cool. Glaube auch, dass das einige Anwendungen auf dem Singleton-Bereich finden wird. Ja, absolut. So, also da ist halt ein Auge auch mit rein. Genau, weil gerade so diese Vielfältigkeit, dass man halt links oder rechts drehend machen kann, ne, das macht ja schon nochmal komplett neue Möglichkeiten. Ne? Und ja, das hier wäre halt der Endsieg, wäre immer nochmal den als Single-Turbo neben den 4- oder 6-Zylinder über dem Getriebe. Dass du quasi die Motorhaube aufmachst und auf das Ding so guckst. Ja, ne? Ja, müssen wir doch noch mal was machen, glaube ich. So, eher für die Honda-Jungs, weil die Honda-Jungs gehen ja, da ist ja Getriebe und Motor umgedreht. Ja. So, bei den VW-Lern müsst ihr dann zur anderen Seite zeigen. Und dann wäre das, glaube ich, auch. Wäre kein Thema, ne? Haben wir ja da. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt heute. René, wir schon ganz zittrig da hinten. Da bin ich heute schon auf den Finger gekommen. Weil René kriegt heute nämlich auch noch ein Upgrade-Turbo. Relativ spontan. Spontan, ja. Da drin rum. Ich werde morgen den ganzen Rückweg, werde ich den Turbo laden. Der hat schon einen Kilometer bevor er eingebaut war. Nein, kurz hierzu noch. Wir haben ja letztes Jahr von René den Umbau gezeigt. Krass, ist schon wieder ein Jahr, ja? Ja. Golf 7 GTD, ex-GTD, war mal GTD, jetzt nichts mehr GTD. Jetzt GTR. Beste Entscheidung deines Lebens immer noch, ne? Ja. So, wenn ich mir überlege, ein Jahr lang, wie viel du mit da rumgehackt bist und du bist wirklich viel mit rumgehackt und so, das funktioniert einfach. Ist halt einfach eine ausgereifte Technik, so ja. dieses Golf 7 R-Zeugs, GTI-Zeugs. Was haben wir hier jetzt? Das ist ein TDI 485. Mhm. Der normale Golf R-Motor mit 300 PS hat einen Turbolader, nennt sich in der Bauform IS38, hat gewisse Größe vom Verdichtergehäuse, Turbinengehäuse, Schnecke und die Räder da drin, hat 10 bis 300 PS, kann man so auf 400 noch was machen. Mhm. Ja. Also wie du aktuell ungefähr fährst. Genau. Genau. 423 steht jetzt. Genau, wir haben ja da Ausbaustufen 475, 535, 555 und sowas. Das ist halt das, was durch die Gehäuse durchgeht. Wir haben aber jetzt was anderes gemacht. Wir haben jetzt sagen wir einen GTI-Lader genommen, IS20 heißt der. Also der kleine Bruder davon. Es gibt noch einen kleineren Bruder für die 1,8 Liter. Und haben den entsprechend groß gemacht von Verdichter- und Turbinenrädern. Also so, dass die halt da ordentlich reinpassen, dass das Matching zusammenkommt, was wir vorhin schon besprochen haben.
Also quasi. Der heißt 485. Das ist das, was so als Leistung kann. Und er hat also ein sensationell gutes Ansprechen. Also quasi ein downgesizedes Upgrade. So grob. Ja, das ist ein maximal aufgesizedes kleines Teil. Ja, das ist der kleine Bruder maximal gepimpt. Finde ich allerdings in dem Fall, finde ich das gut, weil gerade als Frontantrieb das Auto, glaube ich, ist das schon cool. Das heißt, der wird ansprechverhaltenmäßig sogar besser weit. Ja, der ist besser als ein E38 in Serie und kann mehr. Mhm. Das heißt, der hat bitte die Spreizung auf beide Seiten erledigt. Wann fährt das Auto jetzt so los, wenn du so reintrittst? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Fährst eh immer 5 und geblieben. Ja. Weiterhin durchziehen. So. Nein, aber ich glaube, wo man es noch viel krasser merken wird, ist gar nicht der Moment, wo du Volllast fahren willst, sondern wenn du nur so Teillast durch die Gegend fährst. Ja. So, ne? Weil das merke ich immer wieder, jetzt wie zum Beispiel mit dem Abarth, wenn du so einen Mini-Turbo da drauf hast, ist es gar nicht der Moment, dass du bei 2000 Vollgas gibst. Das machst du eigentlich nie. Nee, so, ne? Aber ganz oft fährt man 2000 Umdrehungen und 3/4 Gas. Weil man denkt, man will kein Volllast fahren, ne? Aber fährst du dann doch schon eine recht hohe Last. Ne? Ja. Und da wirst du auf einmal merken, dass das Ding halt dann doch wahrscheinlich deutlich agiler so ist. Agiler, ne? Ja, genau. Wird natürlich in dem Fall dann wieder schön durchdrehen, aber ja, klar. Das magst du ja. Hm? So, okay, der passt aber Plug and Play, einfach ran und fertig. Der passt Plug and Play. Das ist ja auch einfach. Der passt Plug and Play, der hat nur einfach kleinere Spiralen da drauf. Aber sonst die ganzen Flanschmaße und die Flanschpositionen und so ist alles 1:1. Ich freue mich. Glaube ich. Ja, aber nochmal 70 PS mehr, das ist schon. Ja. Muss man schon merken, ne? Ja, das fährt schon. Peripheriemäßig noch irgendwas, was man unbedingt ändern muss? Oder eh nur die klassischen Sachen, Ansaugung, Downpipe, Ladeluftkühler? Würde ich erstmal damit lassen. Ja, gut, dann bin ich fertig. Okay, rein und fertig. Und das ist dann in der Bauform aber die maximale Ausbaustufe? In der Bauform ist die maximale Stufe, ja. Also 500 kannst du damit eigentlich seriöserweise nicht knacken. Mhm. Da brauchst du halt die Größe. Aber knapp drunter. Ja. So, okay. Ich hoffe, das Ganze war nicht zu trocken heute, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das wieder extrem feiert, weil ihr liebt ja so diesen Technik-Talk einfach drauf los. Komplett ungeskriptet, keine Ahnung, was wir heute machen. Aber das Coole ist, wir könnten jetzt noch 3 Reihen weitergehen, weil dann finden wir noch andere Hersteller und gerade so auch das Porsche-Zeug ist ja auch immer interessant und so. Ja. So, wenn es in Richtung VTG geht, haben wir noch gar nichts gemacht. Aber, das ist krass eigentlich, gell? Haben wir noch nicht drüber geredet? Nee, noch gar nicht. Gar nichts. Normalerweise eingeschissen. Ja, die stehen normalerweise hinten, da stehen auch welche. Ja, das ist ein bisschen spät. Ja, das sind sogar die ganz großen, aber das machen wir jetzt nicht. Okay. In diesem Sinne, Limo-Turbos, ich bin gespannt, was da so, was da so an Rambazamba geht. Ja. Und das ist ja so eine irre Situation, ne? Dass so alles neu und alles nochmal frisch und so nochmal ein bisschen alles anders. Deswegen finde ich den Weg auch so perfekt, weil wir bauen uns so definitiv keine Fehlerquelle ein. Nee. So, weil wir wissen, dass die Paarung schon extrem gut funktioniert und man wieder in kleinen Schritten halt einfach noch weiter optimiert. Ne? Ja. So. Und ich würde sagen, reicht für heute. Kamera ist auch am Ende. Zeit zum Schlafen gehen. Passt. Tschüss. Ciao.